Ich habe noch nie in meinem Leben richtig gekocht. Aber ich serviere gerade ein Dreigänge-Menü, das diese Jury testen und bewerten wird. Und Leute, wie krass ich diesen Stress unterschätzt habe. Warum ich mir das antue? Weil ich dumm war und nicht wusste, worauf ich mich einlassen würde. Aber damals hatte ich einen anderen Grund. Okay, vielleicht fing der Gedanke schon etwas früher an. Ich hatte mit meiner Freundin Kiko paar Koch-Livestreams. Nur war ich währenddessen nicht die größte Hilfe in der Küche. Und das wollte ich schon immer ändern. Aber Menschen ändern sich erst durch Freude oder Schmerz. Oder das Fehlen von Freude. Das war meine. Ich bin eigentlich super pflegeleicht. Gib mir eine Packung Toast und ich bin happy. Aber kennt ihr das Sprichwort, was man nicht kennt, kann man auch nicht vermissen? Ich wurde mit der Zeit ziemlich verwöhnt. Was Kiko manchmal hinzaubert, ist... Und wenn das in einem Moment alles auf einmal weg ist? Aus welchen Gründen auch immer die Freude, die du hattest, nicht mehr da ist? Was dann? Dann ist es Zeit, es selbst in die Hand zu nehmen. Warum auch nicht? Es ist billiger und ich kann den Geschmack selbst bestimmen. Und wie kann man am besten checken, ob man es hinkriegt, wenn nicht durch Kochen für eine Jury? In, sagen wir, 14 Tagen? Erstmal sollte ich meinen Termin machen, Leute rumfragen, die können und wann die Zeit haben. Wenn ich keine Deadline habe, weiß ich, dass ich es nur vor mir herschieben würde. Im Endeffekt geht's um den Vibe, oder? Wenn man sich fühlt wie ein Koch mit Schürze und Kochlöffel, ist schon die halbe Arbeit getan. Wir fangen an mit Basic Stuff, den jeder von uns zu Hause kochen kann. Auch du, der gerade zuschaut. Skills wie Schneiden, Sachen erhitzen, Nudeln machen, machen uns zu Überlebenskünstlern in unseren eigenen vier Wänden. Es muss nichts Besonderes sein, kann die Standardsoße sein, die wir sonst essen. Nur, dass wir statt Fertigpulver unsere Zutaten besser kontrollieren können. Das macht mich nur leider nicht zum Profikoch. Wir brauchen ein Level Up. Mehr Zutaten, etwas komplizierteres Gericht, aber auch nicht zu anders für den Anfang. Lachs in Tomatensauce mit Reis. Sollte ja kein Problem sein. Dachte ich jedenfalls. Es gab so viele Sachen, auf die ich nicht vorbereitet war, dass die passieren könnten. Nichts hat geklappt. Nicht annähernd. Als wäre ich einfach doomed, nicht mehr kochen zu können als Pasta. Also habe ich es nochmal versucht. Und nochmal. Und nochmal. Aber es war nie geil. Und jedes Mal danach gab es Chaos. Zeit für ein Geständnis. Dass ich einfach nur für mich kochen wollte, wenn Kiko nicht da war, ist nur die halbe Wahrheit. Kennt ihr dieses Ehepaar-Klischee? Das, wo der Ehemann gemütlich Bier trinkt, während die Frau alles schmeißt? Ich hatte Angst, dass ich nicht merke, wenn ich mich jemals so verändern würde. Und ich will nicht zu jemandem werden, der ich nie sein wollte. Aber ich habe es irgendwann als zu selbstverständlich genommen und vergessen, es zu schätzen. Aber das ändert sich jetzt. Warum mache ich selbst beim Kochen nach Rezept so viele Fehler? Kochen ist echt viel Multitasking. Vielleicht sollte ich es einfach langsamer angehen. Zeit für ein Rezepte-Breakdown. Jedes Rezept besteht aus mehreren einzelnen Parts, die zusammen das Ganze ergeben. Warum nicht erst langsam anfangen, eins nach dem anderen zu machen, bevor alles ins Chaos stürzt? Und erst am Ende kombinieren wir es. Und so habe ich immer wieder mehrere Gerichte gekocht aus verschiedenen Bereichen wie Suppen, Nudeln, Reis, Bratzeugs, bis ich sie einigermaßen auswendig konnte. Aber wie mache ich jetzt mein eigenes Gericht? Da wäre ich eigentlich auf Hilfe angewiesen. Aber weil ich es ihr krampfhaft beweisen wollte, dass ich mich auch selbst versorgen konnte, wollte ich es nie annehmen. Aber oft ist es so, braucht man einfach jemanden, für den man etwas macht, wenn nicht für einen selbst. Vielleicht ist es dieses Gefühl, was Kiko dazu bringt, mir jeden Tag etwas kochen zu wollen. Das Gefühl, das mich dazu bringt, für sie jeden Tag etwas zu machen. In den paar Tagen auch etwas für meine Freunde. Okay, ja, wie ihr seht, Kiko und ich sind leider krank geworden. Vor 10 Tagen schon. Und ich habe heute ausgerechnet auch noch Halsschmerzen bekommen, was auch noch voll weird ist. Der nächste Termin wird jetzt in 3 Tagen sein. Ich werde dafür sorgen, dass ich eine Maske trage. Ich werde nichts abschmecken können. Es ist kein Corona, aber trotzdem werde ich nichts abschmecken können. Deswegen werde ich heute und morgen dafür sorgen, dass ich ungefähr weiß, wie ich was würze. Und hoffen, dass es den Leuten schmeckt. Das wird leider alles jetzt ein bisschen knapp. Hier sind wir jetzt, nach 8 Tagen kochen und 13 Tagen krank sein. Hoffe ich mal, dass ich der Jury was liefern kann. Aber stellen wir sie doch erstmal vor. Ich soll mich vorstellen. Ja. Ich bin Max. Ich bin Kumpel von Bao. Ich mach Medizin, also ich bin Arzt und ich bin Schauspieler. Ich bin Falco, auch Content Creator wie Bao. Und bei mir dreht sich alles um Malerei, Kunst, Kreativität und ein bisschen Animation. Ja, hi Leute, ich bin dieser Logan, kleiner Content-Creator und Streamer. Ja. bin 23, was sag ich noch? Was, ja, hi.
Mehr habe ich nicht zu bieten, Student. Hi, ich bin Kiko. Raus, Freundin. Nice to meet you. Great. Mein Name ist Olli und helfe war ab und zu bei den Videos. Zum Glück hat Kiko an Drinks gedacht. Weil ich dachte einfach an, keine Ahnung, Wasser? Meine Erwartungen an heute sind nicht so hoch, weil ich all seine Sachen eigentlich schon kenne. Bau ist gewissenhaft und Bau hat einen guten Geschmack. Und ich hoffe, dass es auch wirklich gut schmeckt. Enttäusch mich nicht. Boah, ich habe heute nichts gegessen. Und deswegen, glaube ich, darf ich auch nicht zu hohe Ansprüche haben. Ich hoffe, es schmeckt einfach. Bis jetzt habe ich von ihm nur Trainingsfood bekommen. Das heißt, immer viel Toast und Ei. Ich hatte schon ziemlich viel Pressure. Vor allem, weil wir in der Location nur 6 Stunden Zeit hatten und ich allein für Zwiebelschälen schon 10 Minuten brauche. Aber zum Glück haben wir am Vortag schon einiges vorbereitet. Und zum Glück hilft mir Kiko bei allem. Ich werde definitiv seinen Arsch retten. Ja. Oh, du hast das nur extra gemacht, um mich zu bashen. Angefangen haben wir mit Kikos Aperitif. Ein Erdbeer-Yakult-Smoothie. Hammer. Ich weiß nicht, ob das sogar besser als das Essen selbst war. Props. Ich weiß selber nicht, wie es schmeckt, aber geil. Und dann ging es auch schon los mit dem ersten Gang. Nicht ohne Probleme. Ja, soll die raus? Ich wusste gar nicht, dass ich die wegtun soll. Ja, alles muss neu machen. Wenn das halt überall verteilt ist, sieht das halt nicht mehr gut aus. Hier schon wieder so ein Chunk Haut. Eine Hühnersuppe mit Zitrone, passend als Starter zur kalten Jahreszeit. Der erste Gang sieht zwar ein bisschen wenig aus, aber es gibt noch mehr, falls ihr Nachschlag wollt. Boah, hast du? Der hat anders geschmeckt. Extrem gut ausbalanciert. Zwischen Ingwer, Sellerie, Hühnchen. Ich fand tatsächlich die Zitrone überraschend. Also es war das, was ich nicht daran erwartet habe, aber es war super lecker. Das traf genau meinen persönlichen Geschmack auch mit dieser zitronigen Note. Für mich wäre easy auch noch mehr Zitrone da rein. Ich glaube, ich fand es perfekt. Also wirklich, wäre da ein bisschen mehr Zitrone drin gewesen, glaube ich, hätte ich es gedippt. Geil, freut mich, dass es euch gefällt. Dir gefällt es natürlich auch, ne, weil du es schon kennst. Achso, ich hol dir deine Suppe. Eigentlich fand ich sie lecker. Was sind denn deine Erwartungen heute? Ja, dass ich die eigentlich genauso gut koche, wie ich die sonst koche, aber ich habe die heute einfach nicht so gut gekocht. Findest du? Nee. Die Hauptspeise steht jetzt an, aber bitte nicht filmen, das sieht nicht so geil aus. Ey. Fischburger mit Miso-Butter und ich glaube, das kann am meisten in die Hose gehen. Die waren so, oh, heiß! Deswegen haben meistens Leute ein Küchentuch um den Schultern. Aber ich mag das Indikationsherzgedöns nicht, Alter. Das ist richtig scheiße. Induktion. Es gab zu viel, auf das ich mich neu einstellen musste. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich vor Ort erstmal Zeit verbringen musste, Stuff neu zu lernen. Ich wusste nicht, wo der Abzug war, wo welche Pfannen waren, etc. Und gerade im Hauptgang ist einfach zu viel schief gelaufen. Die Buns waren nicht so, wie wir sie erwartet haben. Das Würzen von so einer großen Menge an Essen hat mir schwer gefallen. Der Fisch hat oft an der Pfanne geklebt, was zu Hause nie passiert ist. Und es hat alles einfach viel länger gedauert als gedacht. Zum Glück hat Kiko zwischendurch unsere Gäste mit ihren Drinks versorgt. Ein Grapefruit-Thymian-Drink. Ich habe erstmal gar nicht gecheckt, dass Kiko die Drinks gemacht hat. Ich dachte erstmal wirklich, das werden so. Das wäre so fertig oder so, also dass man das einfach so zusammenpacken kann und das war's. Als mir dann gesagt wurde, dass die von Kiko sind, war ich voll geflasht. Also das kannst du safe in so einem Cocktailladen oder so bestellen, das ist mega nice. Also ich fand die, das war Highlight of the Day. Und die Hauptspeise? Baoban Burger mit Lachs in Miso-Butter. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, warum ich Baobans genommen habe. Hat lange gedauert, aber jetzt am Start. Oh, boah, das ist so. Die Buns, die sind auch aus so Bau-Buns, so wie aus Bautzen, diese Dinger. Ich hätte nur gewünscht, das wäre so ein bisschen wärmer noch gewesen, weil das macht schon einiges aus, so mit dem Geschmack, die Wärme, die Temperatur. Aber sonst heftig, richtig sehr, sehr, sehr gut. Habe ich tatsächlich so noch nie gegessen und fand es extrem nice, dass man irgendwie Radieschen mit Blattspinat und dem Lachs so kombinieren kann. Also als ich es zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, oh shit, ich bin auch kein krasser Fischfan. Aber ich habe es ausprobiert und, oh mein Gott, ich dachte, diese Burger Buns wären so hart, aber die waren so fluffy. Ich glaube, das ist wirklich so eine Marktlücke. Also ich glaube, da kann man safe so ein
kleinen Laden draus machen. Achso, ich kam gar nicht dazu. Ihr habt Speisen zu essen. Okay, Portion 2 ist noch ein bisschen dicker geworden. Yeah, let's go! Mega krass. Dritter Gang, Splash Nachtisch, den habe ich schon zum Glück gestern Abend gemacht. Das heißt, darauf müsst ihr nicht so lange warten. Okay, ab zum Nachtisch. Voila. Es will nicht raus. Es will nicht raus. Ich verkacke heute alles, Alter. Ja. Als letztes ein veganes Creme-Karamell mit Zitrone und Kokosmilch, weil ich selbst keine Kuhmilch vertrage. It's dessert time. Oh, das sieht so fancy aus. Holy moly. Also es war süß, es war super süß. Aber ich bin auch ein Süßer. Und auch da wurde mein persönlicher Geschmack auch wieder getroffen mit Pistazien noch oben drauf, so dieses ganze Karamellisierte. Es ist so, als hätte ich es mir gewünscht. Sehr nice. Aber ich muss sagen, ein bisschen zu süß für meinen Geschmack. Habe ich den probiert? Doch, ich habe den am Ende doch probieren können. Der war echt lecker. Also ich fand mit Sahne und Pistazie obendrauf, das hat alles nochmal abgerundet. Weil gestern haben wir den ohne Sahne und alles Mögliche probiert. Und das war halt sehr heavy und sehr, sehr süß. Optisch war sie sehr gut. Aber für mich, für meinen Geschmack etwas zu süß. Aber ja, konnte man essen. Und so fiel die finale Bewertung aus. Essen 9 von 10, Drinks 10 von 10. Also Essen und Drinks 8 würde ich, glaube ich, geben. Da musste ich noch mal reinhängen. Ich würde Bau ja, eine 8,5 geben, wenn 10 godlike ist. Kiko, 10 von 10. Endlich kann sich Olli was zu essen gönnen. Ohne dich wäre das gar nicht möglich gewesen. Ohne dich hätten wir die nicht happy gemacht. Also ich habe den ganzen Aufwand so unterschätzt. Der Tag generell war wohl der stressigste, den ich hatte. Ich mach nie wieder sowas, nie wieder. Außer ich bekomme noch jemand als Hilfe, aber dann, ja. Aber es hat an sich Spaß gemacht. Weil die freudigen Gesichter von den Leuten zu sehen, das hat schon Spaß gemacht, ja. Also mich hat auf jeden Fall besonders Spaß gemacht, dass alle auf jeden Fall mega happy damit waren. Also das Feedback war richtig cool. Alle fanden es richtig geil. Ich weiß nicht, ob die mich alle anlügen, aber ich glaube nicht. Unabhängig davon, wie das Fazit der Gerichte war, hat sich die Mühe und der Stress gelohnt. Einfach zu sehen und zu hören, dass die Leute eine gute Zeit hatten und dass man auch ein Stück der Happiness mit anderen teilen kann. Denn die Gerichte, die ich gemacht habe, sind auch einfach die, die ich selbst am leckersten fand. Etwas abgeändert, etwas zu meinem eigenen Geschmack gemacht und mit Freunden geteilt. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, womit man Menschen glücklich machen kann, als mit Essen. Was ist euer Lieblingsrezept oder Gericht? Die Rezepte, auf denen die drei Gerichte basieren, habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal. Ja, am Ende des Tages war es cool. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und wegen den Reaktionen war das ja, super geil zu sehen. Ja, alle haben gesagt, dass die Drinks so viel krasser sind als das Essen. Wirklich, alle 10 von 10 Drinks, 8 von 10 Food. Was aber trotzdem nicht schlecht ist, aber schon krass. Also niemand hat erwartet, dass du die Drinks so heftig machen würdest. Dankeschön.